So, die 50 ml, die hatte ich zu Hause schon abgemessen. Das ist, hier ist das. Zeige ich mal eben. Moment mal eben. Das ist ungefähr so viel. Mit dem Schlauch habe ich eben dann nur gerade gehalten und habe 20 gehabt. Angezeigt. Das werde ich gleich überprüfen, ob das Ding Luft gezogen hat. Auf jeden Fall habe ich jetzt genau 50 ml reingetankt. Also die besagten 20 Kilometer, die ich noch habe bei moderater Fahrweise. Und ich hatte versucht, das damit hinzukriegen. Aber dazu ist der Stand noch nicht hoch genug. Aber man kann es sehr gut sehen. Man kann es sehr gut sehen. So, hier kann ich, das Ding steht ungefähr gerade. Ja, das Ding steht gerade. Ja, ungefähr gerade. Und dann guckt man rein in den Tank und stellt das Ding auf den Kippständer und guckt. Meine mal scharf. Guckst du rein, wenn du das siehst, hast du noch 50 ml drin, jedenfalls bei diesen hier. Ja, und wie gesagt, wenn du 2,5 Liter verbrauchst oder vielleicht wenn du ganz sparsam fährst, weil du noch wohin musst, weil du weißt, wie weit es ist, vielleicht mit 2 Liter hinkommst, dann kommst du mit 50 ml wie weit? 50, 25 Kilometer. So, und jetzt filmen wir noch mal, ob wir das Ding erwischen mit 100 ml. Und den Rest kann man dann wahrscheinlich schon fast mit Höhe machen. Weil ich werde jetzt wahrscheinlich noch einmal 50 ml raufpacken. Und dann werde ich das Ding voll tanken. Dann werde ich plus 100 ml und dann weiß ich, wie viel in dem Tank drin ist. Nur für die Wissenschaft. So.